Grüßt euch! Heute geht die Serie weiter mit dem Bau von Laubbäumen aus Draht. Jetzt geht es darum, unsere Bäumchen noch mit Zweigen zu versehen. Mit Trägermaterial für die Belaubung. Und für mich gibt es noch nichts Besseres da als die blaue Filterwatte. Klar kann man auch vieles andere nehmen. Es gibt von modellbaren Herstellern die verschiedensten Dinge. Es gibt die verschiedensten anderen Materialien, aber die blaue Filterwatte hat mir bislang immer am besten gefallen. Das Besondere an der blauen Filterwatte ist, dass die so sehr sperrig ist, also die einzelnen Stränge sind nicht sehr flexibel und sieht man hier so ein Zickzack, dadurch verhakt die sich so ineinander. Sieht man das jetzt hier, dieses Zickzack? Ich gehe mal noch näher dran, dann sieht man es vermutlich noch besser. So hier. Dadurch verhakt die sich so. Und das mit dem Aufziehen der Filterwatte mache ich immer so, dass ich mir die so stark auseinanderrupfe. Denn bei Filterwatte ist bei der Belaubung generell ist weniger ist mehr. Zu dichtes Laub sorgt dafür, dass die Struktur der Bäume nicht mehr zu erkennen ist. Man hat den wie so eine Kugel, so sage ich es mal. So, jetzt habe ich das schön auseinandergezogen. Und jetzt gebe ich das auf die Äste. Und ziehe das dabei noch weiter auseinander. Hier ist auch deine Pinzette ziemlich nützlich. Ich arbeite da nicht mit Kleber, sondern zieh das schön mit der Pinzette in die einzelnen Äste und verdrehe auch das mal so richtig. Nach meinen Erfahrungen immer sehr gut wirkt auch, wenn die Filterwatte so richtig hier nach außen überhängt. Das sorgt denn gerade für besonders lockere Belaubung. Wenn ich mir das jetzt hier so angucke, ja, jetzt ist schön scharf, das ist noch ein bisschen viel. Wie gesagt, nicht zu viel Filtermatte, also ziehe ich noch weiter. Und in dem Bereich, wo die eigentlichen Äste ohne Zweige sind, sollte möglichst gar keine Filterwatte sein. Da muss man die dann halt wieder wegmachen. Zur Not kann man die auch mit der Schere was nochmal wegschneiden oder so. Hier. Ich hoffe, man sieht es. In diesem Bereich hier, wo die eigentlichen Äste sind, da möchte ich gar keine Filterwatte haben oder kaum. Ich möchte ja, dass man die Äste auch durchaus erkennt. Wenn da mal so ein paar Fasern hängen, ist das nicht so schlimm. Also ich denke, das ist jetzt so, wie es sein sollte. Also wichtig ist natürlich, dass auch alle Astspitzen irgendwie Filterwatte haben, ummantelt sind oder im Bereich Filterwatte haben. Das sieht sonst, gibt natürlich, das war auch bei echten Bäumen, dass mal ein paar Äste keinen Laub haben durch Schädlinge oder was weiß ich. Aber gut, so. Na, jetzt habe ich wieder mal die Kamera aus dem Bereich, aber ich denke, jetzt brauche ich wieder eine etwas größere Fläche. So, nehme ich wieder das hier in so eine Menge und ziehe das richtig schön auseinander. Luftig soll das sein. Jetzt kommt wieder die. Da sieht man, ich habe ein bisschen sehr viel. Einfach wegzupfen. Hier, das ist schon mal wieder schön. Hier fehlt ein bisschen was. Das mal ein bisschen weiter auseinander.
Aber dieser blaue Filterwatte lässt sich gut arbeiten. Und keine Sorge, die wird natürlich farblich noch bearbeitet. Wir machen denn keine blauen Bäume. So, und dann muss ich hier wieder sehen, dass die eigentlichen Äste, nur die Spitzen haben Filterwatte. Auch ruhig hier mal so wieder sowas hängen lassen. Und hier kann ich noch ein bisschen was wegziehen. Dann kann man wieder so ein bisschen so hier so mit der Pinzette das so ein bisschen verhakeln, dass das nicht runterkommt. Ich würde vom Klebstoff oder sowas die Finger lassen. Das verklumpft mir dann nur irgendwie. Gefällt mir gut. Hier mache ich noch mal was weg. Jo. Ich denke, man sieht, es muss nicht viel sein. Also das ist eher, sonst sieht man halt nichts mehr von. Wenn das jetzt so eine Kugel ist, sieht man halt gar nichts mehr. Dann bräuchte man auch gar nicht die feinen Äste oder sowas alles. Wenn zwischen zwei Astbereichen zu viel Trägermaterial ist, kann man es natürlich auch immer einfach wegschneiden. Das geht ja sogar noch, wenn es schon belaubt ist. Zum Abschluss kommt jetzt noch der allerhöchste Ast. Ich lege das einfach mal hier wieder drauf. So, oh, jetzt sieht man es gar nicht. Hier. Verhake das schön. Bisschen mehr brauche ich noch hierfür. Und wenn man mit der Pinzette kann man das dann immer schön so reinziehen. Ein bisschen ist aber jetzt eindeutig zu viel Material. Aber hier ist was, da ist wieder gar nichts dran. Jetzt kommt noch mal eine Überprüfung gegen das Licht. Sind alle Äste sind frei, aber der Bereich der Astspitzen, wo die Zweige sind, ist auch überall die Filterwatte vorhanden. Ich tendiere sogar, dass es noch ein bisschen viel ist. Aber ich muss, wie gesagt, ich habe auch keine so große Erfahrung im Baumbau. Wir werden sehen, wenn es belaubt ist. Erst dann kann man das Ergebnis ja wirklich erkennen, wie gut es ist. Ich habe jetzt alle 5 mit Filterwatte behangen. Hier habe ich eine andere Filterwatte verwendet, eine hellere, die auch viel feiner ist. Hat sich aber nicht so bewährt. Für mich, mir gefällt die blaue immer noch am besten. Aber muss alles mal ausprobieren. Und noch was, die blaue Filterwatte bekommt ihr demnächst auch bei mir, bei Vampisol im Webshop. Ich habe schon 2 dicke Säcke gekauft. Die werde ich zu 100 Gramm oder so abwiegen. Natürlich kriegt man die Watte auch in jedem Aquaristik-Shop. Wer einen Elektrostaten, also ein Grasmaster oder ähnliches hat, kann die Struktur nochmal deutlich verfeinern, indem er Modellgras, also auf gut Deutsch Polyamidflock auf die Filterwatte schießt. Das werde ich bei ein paar meiner Probebäumchen jetzt machen. Für diese Arbeiten stelle ich mir immer einen Karton auf, dass ich nicht alles einsaue. Als Kleber empfehle ich den Technicol-Sprühklebstoff. Der hat wirklich
ein sehr feines Sprühbild. Das haben leider nicht alle Sprühkleber. Der von U geht auch, ist aber nicht so gut. Natürlich gut schütteln. Diese Arbeit sollte man sich unbedingt Einweghandschuhe anziehen, denn dieses Sprühkleber ist ja immer ein ekeliges Zeug irgendwie. So, und jetzt geht es darum, natürlich nur die Spitzen der Äste sozusagen oder der Zweige zu erwischen mit dem Kleber. Also muss man aufpassen und immer so dran vorbei hauchen. So nenne ich es mal. Oh, das war überhaupt nicht gut. Ich hatte nicht die Richtung richtig drauf. Also man hat ja hier den Sprühkopf und ich habe mich da ein bisschen vertan. So. Jetzt ist es besser. Also da muss ich das nächste Mal beim ersten Sprühstoß aufpassen, wo ich genau hinsprühe. Denn sonst habe ich die ganze Scheiße an den Ästen hängen, auf gut Deutsch, da wo sie nicht hingehört. Ich hoffe, das mache ich jetzt hier besser. Also, ja, ich habe jetzt genau die Sprührichtung und immer so leicht daneben sprühen. Aber natürlich, dass die äußeren Bereiche ordentlich was abbekommen. Ich hoffe, man sieht das, kann es erkennen. Also man sieht auch ein bisschen in dem Bereich, wo man mit dem Sprühkleber trifft, sieht man auch, dass es ein bisschen hell wird. Ich nehme jetzt 6 mm Bumpy Flockfasern. Man könnte natürlich auch mal mit 2 mm ausprobieren. Die Farbe ist völlig egal. Die Anode schließe ich unten an das Bäumchen an. Ich habe jetzt hier den Greenkeeper, aber es ist auch völlig egal. Ja, das ist aber gut. Die Fasern. Ach, es nervt nur, die Schnur ist so ein bisschen verkrumpelt. Die Fasern setzen sich nur weit außen fest. Also nicht in dem Bereich der Äste oder des Stamms. Und was hier so dran hängt, das kann man dann mit einem Pinsel oder so abbürsten. Borstenpinsel. Ich werde es auch nicht übertreiben. Zu dicht möchte ich das nicht haben. Denn das ist immer eine Gefahr, wenn die Belaubung zu dicht wird, wird das wie so eine Kugel. Ich denke, man kann aber ganz gut erkennen, wie die Zweige noch mal verlängert werden. Natürlich kriegt man damit auch eine große Dichte. Wir werden vergleichen, was besser ist. Puh, ich habe ja den stärksten Greenkeeper und der baut ein derart großes elektrisches Feld auf, dass einem die Fasern überall in die Fresse fliegen, auf gut Deutsch. Ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtiger sein und versuchen, etwas weniger Fasern aufzuschießen. Das wird doch hier dann sehr, sehr dicht, wenn ich das so sehe. Denn der Baum soll ja eine gewisse Transparenz haben. So, und die Fasern, die überflüssig sind,
in dem Bereich der Äste und so, die muss man jetzt ein bisschen abfegen. Denn die, auch ohne dass da Klebstoff ist, ist einfach so, dass die Haftenden sich da gehen aber gut ab. Jetzt geht es darum, die Bäume einzufärben. Ich arbeite ja gerne mit dem Airbrush, aber für diese Art Arbeiten haben sich auch Sprühdosen sehr bewährt. Für Leute, die keinen Airbrush haben, bleibt sowieso nichts anderes übrig. Aber auch so, ich habe hier zwei Farben. Das eine nennt sich US-Khaki, ja, wie immer Militärmodellbau. Und Olive Drab. Leider stänkern einem die Farben ganz schön die Bude zu. Normal mache ich daher diese Arbeiten gerne draußen, aber wir haben nur 3 Grad. Deshalb mache ich es jetzt doch drin. Es ist aber gleich Mittagessen, dann kann die Bude wieder auslüften. Und jetzt ganz simpel, alles schön. Ja, geht mit dem Gestank gerade so noch. Alles schön einmal einsprühen. Natürlich gibt es jede Menge andere Möglichkeiten. Airbrush und dann für den Stamm und die Äste kann man natürlich mit dem Pinsel auch arbeiten. Also alles, was da ist, trockenmalen, Lasuren. Und jetzt bin ich gespannt, die Bäume, die, ja, das ist echt ein bisschen viel mit den Fasern, vermute ich. Es gibt natürlich tolles Volumen und die Belaugung liegt dann auch besser auf den Fasern. Aber jetzt riecht es aber doch. Nicht vergessen, hinterher die Sprühdosen auf den Kopf stellen und aussprühen. Und jetzt gibt es Mittagessen. Ich finde übrigens die Bäumchen sehen auch schon ohne Laub sehr gut aus. Als Winterbäume kann man nur die verwenden ohne zusätzlichen Flock drauf. Die Farben, die beiden Farbtöne eignen sich nach meiner Meinung sehr gut. Das war mir aber auch schon klar. Bäume sind nicht einfach braun, so im Sinne wie Kinder die Bäume malen, sondern da können allmögliche Oliv, hellbraun, grau Nuancen zur Anwendung kommen. Das war der dritte Teil in der Serie zum Thema Laubbaumbau. Im nächsten, vierten Teil wird es dann richtig spannend. Dann kommt die Belaubung. Danke sehr und auf Wiederschauen.